Okay, let's go! Ich glaub's einfach nicht, dass wir das hier zum letzten Mal machen. Ja, ich hab meinen Text vergessen, sorry. Oh, das geht ja schon wieder richtig gut los. Hier. Ich glaube einfach nicht, dass wir das jetzt mal... Ah, okay. Für alles gibt's ein letztes und ein erstes Mal. Ich muss mich jetzt darüber aufregen, oder? Oder dich erregen. Weißt du was, Leon? So wie du das auch mittlerweile spielst, ist das auch echt langweilig. Ja, ich hab halt keine Lust mehr. Oh, ich habe so viel Lust. Halt doch einfach die Fresse. Ja, klar, schön. Digga, wir können doch mal tauschen, wenn du willst. Wie soll das denn gehen? Moment. Oh Mann, die Klausur war ja heute echt hart. Nichts ist so hart wie mein Penis. Ach Mensch, Leon, du Lausbuch! Das ist nicht mal annähernd so befriedigend wie die ersten drei Teile. Harry Potter-Fans kennen das Problem. Weißt du, was befriedigend ist? Ja, ich weiß exakt, was du jetzt sagst. Ich im Bett. Wahnsinn. Ja, das sagen die Frauen auch immer, dass es der Wahnsinn ist. Wow. Nein, das ist eher so ein... Hör nicht auf! Es reicht noch nicht, du Hengst! Digga, komm runter! Komm! Ja, da fällt mir jetzt kein Witz zu. Langsam ist dieses Format nur noch ein Akt. Das mit dem Akt, das ist mir so einfach. Also, das ist so easy. Da kann ich easy einen Witz drüber machen. Da muss ich mich ja schon ein bisschen mehr fordern. Ich will dich nicht fordern. Ich will das hier einfach nur zu Ende bringen. Ja, das Ende, also der Höhepunkt, ist auch am besten. Dieses Ende hier ist schrecklich. So wie Sex. Mit dir. Das weißt du doch nicht mal. Wir schlafen nicht mal miteinander. In Fanfictions schon. Und die sind sehr realistisch. Warte, du liest sowas? Nein. Wir müssen der Wahrheit ins Auge. Schwanz. Wir müssen der Wahrheit ins Auge sehen, denn vier Teile von Jungs und Sex sind fünf zu viel, Fabian. Das ergibt so viel Sinn. Wir wollten doch die Welt verändern. Guck es dir an, Leute gehen auf die Straße, Jugendliche protestieren für ihre Zukunft. Wir müssen was tun, wir lassen uns nicht von alten Politikern Schulschwänzer nennen. Wir müssen die Welt verändern, jetzt sind wir dran, Fabian. Ja, und du hast Schwänze gesagt. Wie bitte? Schulschwänze, Schwänze, Schulschwänze, Schwänzer, Schwänze. Irgendwann bringe ich dich um. Wer, wenn nicht du? Ich muss das aus. Gar nicht so lange machen. Ich wollte gerade sagen, ich mach das aus.